Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gibt es mal wieder eine Weekend League Zusammenfassung. Lang, lang ist her und es war die Weekend League der Bundesliga und La Liga Voraussetzung. Und wir gehen hier auch direkt rein in das erste Spiel und es war auch wirklich das erste Spiel. Denn auch diesmal werde ich es jetzt hier in der Zusammenfassung so machen, dass ich jetzt hier im ersten Teil eine Auswahl der spannendsten Spiele zeige. Diesmal von den ersten 25 Spielen. Und dann im zweiten Teil gibt es dann die letzten 15 Spiele. Und mein Team, das habe ich in der letzten Folge gezeigt und ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, in den letzten Weekend Leagues lief es nicht ganz so gut bei mir. Ich war mir unsicher, mit welcher Formation ich zu beginnen habe, mit welcher Taktik ich spielen soll. Und ich habe einfach jetzt in dieser Weekend League erstmal probiert, mich auf das zu berufen, was eigentlich in den letzten Wochen, ich sag mal im November, Dezember und so weiter so gut funktioniert hat. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich relativ häufig, obwohl ich im 4-3-2-1 beginne, dann auf das enge 4-1-2-1 umgestellt habe. Und dann habe ich irgendwann im Laufe dieser Weekend League standardmäßig eigentlich im engen 4-1-2-1 zu begonnen. Habe aber dennoch dann immer nochmal auch geschaut, wie es läuft, ob da nicht trotzdem eine weitere Umstellung notwendig ist, dass ich nochmal auf das 4-2-3-1 oder auf das 4-3-2-1 gehe. Das heißt, auch da war ich weiterhin flexibel. Das wollte ich aber trotzdem einfach nur mal auch hier der Vollständigkeit halber erzählt haben, dass ihr da Bescheid wisst, in welcher Formation ich meistens gespielt habe. Ich werde nochmal da auch weiter in einem, denke ich, in einem weiteren Video mal ein bisschen meinen aktuellen Stand irgendwie durchgeben. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich ganz ausführlich erklärt habe, wann und wie ich umstelle und mit welcher Taktik und welchen Anweisungen. Und ich bin da momentan immer noch ein bisschen am Rumtüfteln, aber ich denke, da werde ich vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen mehr erzählen. Also das erste Spiel konnte ich jetzt hier auch gewinnen. Hier geht es jetzt rein in das zweite Spiel und ich denke, was man jetzt hier in dieser Szene eigentlich ganz gut gesehen hat, ist, dass ich in diesem Spiel und wahrscheinlich auch der Gegner mit einem schönen Delay zu kämpfen hatte. Das ist ja ein altbekanntes Problem in der Weekend League, dass alles, was man so eingibt, ein bisschen verzögert ist. Da braucht man sich hier nur mal diese Verzeitigungsaktionen von auch Casemiro anzuschauen, wie ich da einfach regelmäßig hier ins Leere laufe und verzögert letztendlich reagiere, nicht rankomme und man sieht, dass ich habe einfach einen richtig beschissenen Start erwischt. Also zwei doch sehr vermeidbare Tore, weil ich absolut in der Verteidigung keinen Zugriff bekomme. Und da war ich natürlich schon ein bisschen gefrustet, nachdem ich dann jetzt so früh dann schon direkt mit 2-0 zurückliege. Hier bekomme ich eigentlich auch eine ganz gute Balleroberung hin, kann jetzt hier durchspielen auf Ronaldo und Boateng kommt im letzten Moment dazwischen und kann diesen Ball noch abfälschen, sodass der Torhüter ihn ganz leicht fangen kann. Jetzt sind wir immer noch in der ersten Halbzeit, schöne Balleroberung, wieder eine schöne Umschaltsituation, so hat man es gerne. Hier durchgespielt auf Ronaldo und der schießt dann leider nur an den Pfosten. Also das war bis hierhin ein wirklich sehr gebrauchtes Spiel, nach meiner Ansicht ein bisschen unglücklich in den Rückstand geraten und dann solche guten Chancen, eben gerade insbesondere natürlich mit Ronaldo, liegen lassen. Und jetzt sieht man der Auftakt in die zweite Halbzeit, hier eine schöne Ballrollen-Dribbling-Variation und jetzt spiele ich mich hier in den 16er direkt nach dem Anstoß. Schönes Shielding und dann mit Bale aus der Drehung. Und das war der Moment. Da habe ich mal aus Frust sowas von hart auf den Tisch gehauen. So für eine halbe Minute lang hatte ich kein richtiges Gefühl oder kein Gespür in der rechten Hand. Da war ich war einfach super frustriert. Und auch alleine das, dieser Berberspin. Ich verteidige den immer. Immer. Nur das Schöne ist halt, oder das Schlechte in dem Fall, wenn der Delay da ist. Dann, wenn man anfängt, das zu verteidigen, passiert es ja noch nicht. Es passiert verzögert und dadurch habe ich das nicht verteidigen können. Und so steht es auf einmal hier 0-3 und das war wirklich maximaler Abfuck. Und ich habe weiterhin hier einfach ein bisschen Pech. Gut, der Abschluss war jetzt auch nicht der beste. Ich wollte eigentlich flach rechts ins Eck schießen. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich kämpfe in diesen Situationen immer weiter und weiter. Niemals aufgeben, auch wenn es 0-3 steht. Hier auf Alaba kann ich sehr schön anspielen. Und dann gelingt mir zumindest das 1-3. Und das ist dann so ein Moment, 77. Minute, wo ich sage, das ist noch möglich. Und ich gebe da weiterhin mein Bestes. Jetzt hier mit Neymar. Schönes L2-R2-Dribbling, Schusstäuschung nach vorne raus. Der Ball landet bei Ronaldo. Noch eine Schusstäuschung und Ronaldo, bam! Da ist das 2-3. Und auf einmal der Anschluss in der 87. Minute. Und jetzt ist natürlich der Traum wieder voll da, das Spiel vielleicht noch auszugleichen und sich irgendwie in die Verlängerung zu retten. Das ist erst das zweite Spiel. Das muss man auch mal überlegen. Jetzt hier Ronaldo in der 90. probiere ich durchzuspielen. Ich glaube, der Spieler wäre auch im Abseits gewesen. Er schlägt den Ball raus und ich finde das krass, dass Pato da das Kopfballduell gegen Ronaldo gewinnt. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist Team of the Year Ronaldo.
Und der gewinnt das Kopfballduell gegen Pato nicht. Okay, der ist frisch. Naja. Gut, ich habe das Spiel verloren. Ich war danach sehr salty. Wirklich, weil es mich mega abgefuckt hat. Das war so ein typisches Spiel. Man braucht so einen Moment, um zu checken, dass es Delay hat. Und ehe man sich versieht, liegt man auf einmal 0-2 hinten. Dann habe ich noch, nach meiner Einschätzung, extremes Pech mit den Ronaldo-Situationen oder mit den Bale-Situationen, dass ich da nicht mal zumindest früher die Anschlusstreffer erziele. Und dann komme ich trotzdem nochmal ran und ja, kriegt es dann trotzdem nicht gedreht. Sehr, sehr bittere Partie auf jeden Fall. Und so war es dann direkt nach zwei Partien 1-1 von den Stats. Ich habe direkt das zweite Spiel verloren. Jetzt seht ihr hier, sind wir im sechsten Spiel. Ich habe dann zumindest die nächsten Partien gewonnen. Stehe jetzt hier gerade 4-1 und ging jetzt hier auch in der ersten Halbzeit noch in Führung. Der Gegner spielt das hier sehr schön eigentlich durch. Neuer hält den Ball und ja, überreicht ihn dann Griezmann, damit er ins Tor schießen kann. Und diese Delay-Thematik ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Wollte ich gar nicht jetzt hier gezielt in diesem Video drüber sprechen. Aber ich habe in Paris auch die Gelegenheit genutzt, um mit ein paar Leuten von EA zu reden. Und ich habe dort auch mit einem über diese Delay-Problematik geredet. Ich habe drüber geredet, was eigentlich mein Eindruck ist, woran es liegt, dass einfach die Server überlastet sind. Aber er hat gesagt, das ist deutlich komplexer, dass es da andere Hintergründe gibt. Und sie, und das glaube ich auch, wirklich kontinuierlich dran sind, daran zu arbeiten. Scheiße ist es trotzdem, dass sie es nicht behoben haben. Und für diejenigen, die es nicht wissen, was es jetzt geht, nochmal kurz die Erklärung. Delay, das bedeutet einfach, das ist verzögert. Dadurch, dass man hier mit Servern connected ist, ist es nicht so, dass man alles, was man eingibt, direkt passiert. Das heißt, man drückt auf X oder man gibt eine Richtungsänderung ein und der Spieler macht die erst vielleicht mit einer halben Sekunde Verzögerung. Und das ist halt, ja, eine Herausforderung, darauf klarzukommen, weil man sich halt auch darauf einstellen muss, dass man einfach dann im besten vielleicht früher die Pässe eingibt, also im besten Fall früher die Pässe eingibt oder, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man am besten damit macht. Das ist, also diese schlechten Verbindungen, die sind für mich einfach mit einer der größten Herausforderungen an der Weekend League. Über was wollte ich noch reden? Ich habe ein bisschen über Formationen geredet, ein bisschen über Delay, über Umstellungen habe ich ja schon auch geredet. Dann kommentiere ich einfach mal das Spiel weiter. Diese Situation ist besonders hervorragend, deswegen blende ich die jetzt hier gerade nochmal in Slow Motion ein. Achtet mal bitte auf oben auf Vidal. Oben auf Vidal, der Laufweg von Iborra kommt. Vidal macht absolut gar nichts. Ich war schockiert. Also das habe ich echt schon lange nicht gesehen. Ich halte sehr große Stücke von Vidal. Das war aber ein kompletter Totalausfall. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das oder dass andere Spieler, computergesteuerte Spieler, die Gegenspieler so durchlaufen lassen. Das wäre mir wirklich neu. Weil dann bin ich der Meinung, dass man deutlich häufiger oder mehr Gegentreffer kassieren würde. Weil, klar, man kann immer sagen, da musst du Vidal auswählen und musst mitlaufen. Der Laufweg, der ist ziemlich offensichtlich. Aber man kann ja nicht alle Laufwege verteidigen. Hier, man sieht das mit Juan Fran, die Animation war da. Ich wollte den mal rausschlagen. Ja, ihr merkt das. Es ist, ich war natürlich eben auch schon bei der Niederlage. Habe ich sehr, sehr viel ja, lamentiert. In diesem Spiel jetzt hier genauso, ich liege im Rückstand. Aber jetzt hier direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit, leider komme ich nicht zur wirklich sauberen Abschlussposition. Übrigens, eine Sache fällt mir gerade ein. Die Zusammenfassung, wie ihr jetzt schon natürlich an der Videolänge seht, ist recht lange geworden. Ich war eben überrascht, als ich die Videos zusammen, also die Spiele zusammengeschnitten habe, wie lang es war. Hab dann nochmal geschaut, welche ich noch rausnehmen kann. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, war jetzt auch so lange keine Weekend-League-Zusammenfassung mehr, dann machst du mal wieder ein bisschen länger. Ich glaube, das finden die Leute vielleicht auch ganz gut. Also ihr könnt da gerne Feedback da lassen, ob es zu lang ist. Dann würde ich da probieren, nochmal ein bisschen mehr zu kürzen. Ein bisschen mehr Spiel rauszulassen. Und ansonsten, wenn ihr sagt, das ist auch in Ordnung so, wenn das Video mal ein bisschen länger ist. Weil ich glaube eigentlich, dass dieses Format ganz kurzweilig ist. Man kann das gut einfach irgendwie so ja, laufen haben. Man sieht einfach sehr komprimiert regelmäßig irgendwelche engen, tollen Situationen. Im besten Fall kommentiere ich dazu noch ein bisschen was. Und dann ja, ist das vielleicht auch eine ganz nette Form von Unterhaltung. Aber man kann vielleicht auch etwas mitnehmen. Ich habe ja auch schon mal in einer der Zusammenfassungen, oder ich glaube in zwei Zusammenfassungen, auch so Mini-Tutorials eingebaut. Davon wird es in der nächsten Zusammenfassung, im zweiten Teil jetzt quasi von dieser Weekend League, auch etwas geben. Denn ich habe schon auch damit angefangen mit dem Schnitt und da ist mir was aufgefallen, was ich dann auf jeden Fall auch drinne haben möchte oder was ich einfach mal kurz erklären werde. So. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich reden wollte.
Ihr habt es immer gerade gesehen. Ich glaube, Neymar eben gerade mit der Torvorbereitung. Jetzt Neymar mit dem Tor. Neymar, absolut mega geiler Einwechselspieler. Den habe ich mir gekauft als Einwechselspieler. Ja, logisch. Habe ich mir mal gegönnt. 430.000 habe ich, glaube ich, bezahlt für ihn. Und der war mega, mega gut. Also ich habe Neymar ja auch schon mal so eine Weekend League. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal als normalen gespielt. Ich habe ihn als Inform gespielt und ich habe ihn als Team of the Group Stage gespielt. Ich fand den normalen damals jetzt nicht so krass. Den Inform und den Team of the Group Stage fand ich dann schon auch jeweils besser. Ist nicht direkt offensichtlich. Sieht nicht immer sofort jeder so. Aber ich fand die auch wirklich besser. Den normalen fand ich nicht ganz so gut. Aber als Einwechselspieler hat er mich wirklich komplett überzeugt. Der kommt halt rein und der hat direkt so viel Agilität. Der sorgt für so viel Durcheinander in der gegnerischen Abwehr. Liegt einfach an dem hohen Tempo, aber auch an diesen extrem starken Dribbling-Fähigkeiten. Auch wenn er den Körper nicht hat. Nach meiner Logik wäre es eigentlich fast so, dass, oder das hatte, war auch meine Erfahrung bis jetzt eigentlich meistens. Hier übrigens, also ich habe auch hier in diesem Video hin und wieder mal solche wirkliche Verteidigungsfelds nochmal jetzt reingeschnitten. Ihr seht, schaut mal bitte, was Alaba macht. Das verstehe ich auch nicht. Also das war, also was da los war, meine altbewährten Spieler wie Vidal und Alaba und auch teilweise Boateng, die hatten Aussetzer hin und wieder, wo ich doch überrascht war, weil also das ist auch ganz, ganz komisch gewesen. Alaba geht auf diesen Bakambu ja zu und geht dann doch wieder zurück in eine Position, wo er dann nicht mehr verteidigen kann und ich dann auch, wenn ich zu ihm wechsle, nicht mehr rankomme. So war der Ausgleich da und dann Suarez hier auf dem Außen ziemlich stark gemacht und aus dem Nichts quasi geht der Gegner hier in Führung. So, jetzt habe ich schon mal wieder mal ein Spiel zu drehen. Also ihr merkt das, warum dann auch vielleicht das ein oder andere Spiel hier drin ist, weil dann noch hin und wieder auch ein Spiel von mir zu drehen war. Aber das probieren wir natürlich hier sehr schön durchgespielt. Und das sehe ich gerne, wenn Bale mit dem rechten Fuß dann auch die Tore macht. Der linke von ihm ist göttlich. Mit dem rechten hadere ich manchmal so ein bisschen und ich probiere ihn wirklich zu vermeiden. In der Situation ging es nicht anders. Und es ist dann schön, wenn der dann auch trotzdem sitzt, weil eigentlich 3 Sterne sollten dir eigentlich reichen, aber ich bin da echt so ein kleiner Freak und schieße sehr, sehr ungerne mit 3 Sterne schwacher Fußspieler auf einem schwachen Fuß. Und jetzt habe ich das Spiel gedreht, bin ein bisschen glücklich durchgekommen. Das kann ich auf jeden Fall so dazu sagen oder zugeben, dass das eher eine Zufallsproduktion war. Naja, so ist es halt. Das passiert auf beiden Seiten. Will ich jetzt auch nicht, sag ich mal, also ich will es nicht so wirken lassen, dass das jetzt hier, ihr wisst schon, also ich verstehe das, dass ich mich drüber beschwere, wenn es bei mir gegen mich passiert und deswegen wollte ich es jetzt auch zumindest mal angemerkt haben, wenn es für mich passiert. Ihr habt es gesehen, Neymar noch mit dem 4:2 und das war dann auch die Entscheidung. So, genau, und ich wollte jetzt eigentlich gerade noch drüber sprechen, wie es mit Einwechselspielern aussieht, denn nach meiner Erfahrung, und das ist eigentlich auch fast logisch, sind, denke ich, Einwechselspieler vor allem gefährlich, wenn, oder sie sind gefährlicher, wenn sie auch körperlich Stärke mitbringen, weil die geringe Ausdauer der Gegenspieler führt dazu, dass deren Stärkewerte niedriger sind. Das ist so, das ist auf einer EA-Seite erklärt, dass Stärke zum Beispiel einer der Werte ist, der von der niedrigen Ausdauer betroffen ist. Und wenn dann jetzt so zum Beispiel Martial ist für mich ein gutes Beispiel, das ist ein extrem guter Einwechselspieler, ist auch an sich ein guter Spieler, aber er kommt auch sehr stark durch seine körperliche Stärke. Und wenn der dann auch noch gegen Spieler läuft, die eine geringe Ausdauer haben, wirkt dieser Vorteil noch größer. Neymar, da kann die Ausdauer der Gegner so niedrig sein, wie sie möchte. Das ist auch mal jemand ganz nice. Ich habe gedacht, komm, machst jetzt hier kein Kokolores, legst ihn einfach ab auf Bale und dann ab die Fahrt. Und so dann zumindest der Ausgleichstreffer hier aus einer Standardsituation. Und ja, Neymar, da kann die Ausdauer so niedrig sein, der Gegenspieler, wie sie will. Der wird trotzdem körperlich nicht stärker sein. Aber durch, wie gesagt, durch seine Agilität, durch seine Schnelligkeit sorgt er für so ein Durcheinander und so eine Gefahr. Man kann ihn anspielen, hat direkt den Ball gut unter Kontrolle und kann da einfach wirklich damit seine Akzente setzen. Und er macht dann auch die Buden. Also ich habe ihn im Hunter Chemistry Style gespielt. Ich habe dann natürlich auch überlegt bei Neymar, welcher Chemistry Style. Ich habe ja auch schon mal überlegt bei ihm. Und das ist übrigens eine der Situationen, über die ich dann auch im nächsten Video nochmal sprechen werde. Diese Dragbacks und dann direkt zum Torabschluss. Dazu wird es dann nochmal in der nächsten Zusammenfassung, im nächsten Teil nochmal was geben. Und Neymar, wegen Chemistry Style, ich habe auch überlegt, Hawk hatte ich glaube ich das letzte Mal auf ihm drauf, aber ich habe mir nur so gedacht,
Also ob jetzt Neymar irgendwie 53 oder 58 oder keine Ahnung wie viel Stärke hat, das macht dann auch irgendwie keinen Unterschied mehr. Dann soll er lieber voll Pace haben und dafür nochmal auch einen besseren Abschluss. Und ich bin damit echt soweit zufrieden gewesen. Ich habe es dann meistens so gemacht, ich habe Bale ausgewechselt und ich habe im engen 4-1-2-1-2 gespielt. Bale hat bei mir auf der 10 gespielt, Suarez und Ronaldo beide im Sturm. Das liegt daran, dass bei mir Bale der Inform den Maestro-Chemistry-Style hat und dadurch hat er eigentlich dann auch sehr gute Passwerte, weshalb ich ihn lieber auf der 10 spiele. Hier, besser kann man diesen Berberspin nicht verteidigen. Extrem frustrierend. Man sieht das jetzt hier. Da, ich bin da, ich erobere den Ball und danach denkt sich Alaba, okay, knalle ich dem Gegner mal eine rein und ja, dann gibt es logischerweise auch den Pfiff und dann gibt es den Elfmeter und dann wechsle ich Bale aus. Ich komme gar nicht dazu, meine Gedanken auszuführen. Achtet mal bitte da drauf. Ihr habt jetzt hier schon in diesen Situationen kurz gesehen. Achtet mal bitte da drauf. Das ist ein neuer Bug. Den habe ich auch in dieser Weekend League zum ersten Mal gesehen. Aber dann auch irgendwie in 2 bis 3 Spielen, was mit den Netzen los ist. Achtet mal drauf. Die bewegen sich einfach hier nicht. Sind auch Stein. Ja, passiert einfach gar nichts. Der Ball schlägt ein und das regt sich null, das Netz. Okay, und deswegen, ja, Bale ist dann meistens im Vergleich zu Suarez und Ronaldo derjenige, der am wenigsten Ausdauer hat. Hier wieder das Netz, keine Reaktion. Und dann wechsle ich ihn aus, habe dann Suarez auf die 10 zurückgezogen und Neymar in den Sturm auf die linke Seite, weil das Geile auch an Neymar ist natürlich die 5 Sterne schwacher Fuß. Das ist auch ein Luxus, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, auch das ist einer der Faktoren, weshalb ich denke, dass er so gut funktioniert, weil er eben auch da noch so viel Flexibilität in diesen Situationen gibt, wenn man dann mit ihm quasi im 16er ist. Und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem, also ich bin ja schon ein bisschen am Schwärmen von Neymar als Einwechselspieler. Ich habe mir noch während oder vor dieser Weekend League Mané One to Watch als Luxus-Einwechselspieler quasi gegönnt. Den finde ich natürlich auch von den Werten her überragend. Ich habe überlegt, wen ich hole. Lacazette, Man of the Match oder Mané. Und ich habe mich dann für Mané entschieden. Und ja, das Problem bei Mané ist so natürlich, dass er 3 Sterne auf dem schwachen Fuß hat im Vergleich zu Neymar. Weil ich bin überlegen, ob ich es mir wirklich leisten kann, 2 solche teuren Einwechselspieler zu haben, mit Mané und mit Neymar, beide so 440.000, also Mané habe ich günstiger bekommen, aber Neymar für 430.000. Naja, also das werde ich noch überlegen, wie das für die nächste Weekend League aussieht, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind ja jetzt hier noch bei dieser Weekend League Zusammenfassung, inzwischen 15:1 Stats, das heißt, ich habe hier das 2. Spiel verloren und danach habe ich mal eine ganz nette Siegesserie hingelegt und hier sieht man das, Neymar ist da, ich lieg hinten, zack, der ist drin, der macht die Bude, 1-1, 70. Minute. Und ihr habt das gesehen, ich habe den angespielt, ich habe mich mit dem ein bisschen gedreht und danach hat er das Tor gemacht. Das ist einfach toll. Schön zu sehen. Und ich habe ein bisschen Bedenken, ne? Weil Neymar, sag ich ja, einer der großen Stärken von ihm, die 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, das ist bei Mané nicht da. Frage ich mich, ob ich da nicht dann nochmal mir einen besseren Neymar messen soll. Weil er mich hier nicht nur zum Ausgleich schießt, sondern auch direkt zum Sieg. 85. Minute, 2:1. Und damit auch dann dieses Spiel gewonnen. Inzwischen dann 18:1 Stats. Wir gehen in Partie Nummer 20. Und da habe ich dann auf den Außen die erste Aktion. Gute Nummer dazwischen gegangen mit Bale, der Schlenzer. Und nee, der geht ganz knapp daneben. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, warum ich Neymar kurz sagen wollte. Ich wollte mich eigentlich sagen, Messi hat aus genau dieser Position, Team of the Year Messi, mich in die K.O.-Phase in Paris geschossen. Und das meine ich. Hier, ich habe schon gesagt, Vidal so ein bisschen am Patzen, Alaba so ein bisschen am Patzen, Boateng, weiß ich nicht, warum er Dembélé da im 16er so vergewaltigt. War ich auch ein bisschen, schockiert, dass es einen Elfmeter gibt, aber der Dembélé, der fliegt ja natürlich da einfach durch den 16er, da kann ich dann doch recht wenig sagen. Ich habe aber nichts gedrückt. Ich bin einfach da lang gelaufen und Boateng ballert den um. Das war echt nicht mehr feierlich. Und so liege ich dann leider hier 0:1 hinten. Und kurz vor der Halbzeitpause habe ich nochmal eine Situation hier mit Bale und Leno hält diesen Ball auch sehr souverän. Also auch hier, ja, gute Situation. Der Treffer will mir nicht gelingen.
Ronaldo verliere ich leider den Ball. Jetzt kommt hier die Umschaltsituation und da laufe ich ein bisschen hinterher. Jetzt mit Ramos ins Leere. Man sieht es auch, wie ich danach nochmal weiter nach vorne ziehe. Naja, egal. Und jetzt wird es interessant. Schaut euch an. Was für ein Pass auf Gaetan. Okay. Ja. Habe ich jetzt nicht nochmal reingeschnitten, nochmal irgendwie in Slow Motion. Fand es aber ziemlich krass, weil zum einen dieser Pass also wirklich total kurios gespielt war. Ich fand sehr, sehr schlechte Ausrichtung etc. pp. Und dann auch, wie Boateng da nicht mitgeht. Naja, ich liege 0-2 hinten, nicht mehr. Anschlusstreffer, 78. Minute, jetzt passt auf. 86. Der Abwurf von mir, extrem gut abgefangen. Jetzt Suarez, unten läuft Ronaldo. Da ist Ronaldo frei im 1 gegen 1 und ich versag. Und dann ist es nochmal frei. Und man sieht auch da, der Schuss kommt nicht durch. Ich habe natürlich da auch sofort auf Kreis gedrückt, aber mit der Verzögerung ist sehr, sehr schwer in diesen Situationen ja umzugehen. Trotzdem noch 89. Minute, nochmal eine schöne Schusstäuschung, ich wollte auf Vidal spielen. Der geht dann aber zum Torhüter und Suarez liefert nochmal die Balleroberung. Jetzt haben wir die 90. Eine der letzten Möglichkeiten. Ich spiele nochmal nach vorne. Neymar, schöner Dragback, ich ziehe durch und dann Boateng. Ja, an der Grenze, sag ich mal, des Legalen, wie er mich daran hindert. Jetzt haben wir nochmal die Ecke, nochmal kurz ausgeführt, Neymar im Dribbling. Ich spiele weiter jetzt hier auf Juan Fran, auf Alaba. Übersteiger und jetzt ach Gott. Jungs, ich sage euch ganz ehrlich, das ist unglaublich frustrierend. Wenn man sich mal anschaut, was ich da am Ende nochmal probiert habe, was ich gemacht habe, was ich richtig gemacht habe, die Situation, wie ich diesen Abschlag oder Abwurf von dem Torhüter abfange, wie ich auf Ronaldo durchspiele, wie ich im 1 gegen 1 es nicht nutze, ja, wie ich danach den Abpraller bekomme und ihn nicht reinschießen darf, wie ich dann nach der Ecke mit Alaba mich komplett frei im 16er rausdrehe mit Übersteigern und danach frei vor dem Tor, wie Alaba daneben schießt, das ist einfach maximal frustrierend, wenn man sich diese Situation erarbeitet und dann dafür nicht belohnt wird und ja, 18-2 ist da jetzt leider zweite Niederlage. Fand ich komplett vermeidbar, ihr habt's gesehen. Hier übrigens ein deutscher Spieler, Mota Lateus war glaube ich sein Name. Und über das Thema wollte ich noch auf jeden Fall kurz reden. Also hier hat man jetzt kurz gesehen, hatte ich eigentlich schon eine ganz gute Situation mit Suarez. Jetzt hier mit Modric auf den Außen, manche Übersteiger-Variation, hat man auch gesehen, hat super funktioniert. Und jetzt mit ein bisschen Glück und jetzt hier geile Schusstäuschung ziehe ich durch und den lässt Ronaldo sich nicht entgehen. Trockener, satter Abschluss mit Doppelkreis, wird auch immer noch häufig gefragt, wie ich diese Abschlüsse mache. Mit Doppelkreis, wie jetzt hier auch mit Ronaldo, ziehe ich rein und dann nochmal so ein flacher Abschluss. Wieder ins lange Eck zum 2-0. Und was ich jetzt nochmal gerade betonen wollte, das hier ist ja auch ein deutscher Spieler und der hat mich auch nach dem Spiel angeschrieben. Und das finde ich in letzter Zeit wirklich extrem bemerkenswert, wie viele Leute mich nach den Spielen anschreiben, wenn es ein deutscher Gegenspieler war. Also sind es inzwischen irgendwie 60-80%, die mich nach den Spielen anschreiben und ja meistens einen auch irgendwie kennen. Freut mich natürlich. Bin verwundert, weil wir ja jetzt nicht zwingend die bekanntesten in Deutschland sind, was FIFA betrifft, die jetzt nicht den größten YouTube-Kanal haben, aber ich habe das Gefühl einfach, ja, wenn ich auf einen starken Spieler treffe, wie zum Beispiel in der Weekend League, wenn ich da bei 18-2 Stats stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der auch uns kennt und das ist natürlich irgendwie ganz cool. Was ich auch sagen möchte, ich habe jetzt vor kurzem die Messages-App von PlayStation auf meinem Handy installiert, seit 3 Tagen oder sowas. Beste Sache überhaupt, weil früher, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Nachrichten gekommen sind, habe ich nicht auf jede geantwortet, weil es ist einfach ein absoluter Kraus, mit dieser PlayStation-Tastatur Nachrichten zu schreiben. Und mit dieser Messages-App fürs Handy geht das ein bisschen schneller, weil man nicht mit dieser doofen PlayStation-Tastatur auf der PlayStation tippen muss, sondern man kann sein Handy nehmen. Der Gegner, übrigens auch ein Deutscher, soweit ich weiß, werde ich aber gleich was zu sagen. Auf jeden Fall mal ein Ecken- und nicht ein Eckentor, ein Flankentor. Krass, oder? Schon lange nicht mehr gesehen. Hier ganz schön, wie ich mit Ronaldo durchziehe und dann direkt nach dem Ausgleich auch der Führungstreffer. Und so noch vor der Halbzeit konnte ich die Führung quasi wieder zurückholen. Und jetzt gehe ich hier mit Ronaldo durch, mache einen schönen Berber. Spin, beziehungsweise es war sogar Megidi,
Aber die Chance vergebe ich ziemlich fahrlässig. Ist aber noch nicht vorbei. Wollte ich eigentlich ein bisschen schön sauber durchspielen. Ist aber nicht wirklich gelungen. Jetzt haben wir inzwischen schon die 88. Minute, absolute Endphase. Und hier seht ihr etwas, was ich wahrscheinlich besser machen muss. Ich sollte in diesen Situationen nicht auf die Entscheidung drängen, dass ich hier das probiere, das 3:1 zu machen, sondern dass ich eigentlich eher mal ein bisschen sicherer spielen sollte. Nicht zwingend auf Zeit, aber einfach ein bisschen sicherer, dass ich den Ball nicht so verliere, weil ihr seht es gerade, das fliegt mir gerade sowas von um die Ohren. Jetzt spielt ihr hier auf Griezmann durch und dann ist auch das 1:1, er vergibt erst und danach Griezmann bekommt den Ball nochmal und er macht in der 90. das 2:2. Und da muss ich ganz ehrlich sein, da muss ich cleverer sein, ja, da muss ich vielleicht einfach ein bisschen sicherer spielen und nicht so sehr auf das 3:1 spielen, sondern einfach vielleicht auch, dass ich es mit einem 2:1 über die Runden bringe. Hier nochmal eine Freistoßsituation in der Verlängerung. Aber viel ist da nicht mehr passiert. Wir haben die 120. Und so geht es jetzt ins Elfmeterschießen. Jawohl, denkt man sich in dieser Situation. Wenn der Gegentreffer in der 90. nicht gefallen wäre, wenn man sich ein bisschen geschickter angestellt hätte, dann müsste man jetzt hier nicht in der Lotterie irgendwie sein Glück versuchen. Weil irgendwie Elfmeterschießen geht schon in die Richtung. Auch wenn ich jetzt hier direkt den ersten halte und man sagen kann, yo, Skill. Aber ja, das ist halt... Es ist halt einfach so viel Glück, irgendwie werdet ihr dann vielleicht auch hier in diesem Elfmeterschießen noch sehen. Elfmeterschießen zu kommentieren ist sehr, sehr schwer. Weil ich kann jetzt, ja, hier links flach ins Eck, wie ihr gesehen habt. Und jetzt läuft Suarez an. Und strammer Schuss rechts halb hoch ins Eck. Also, muss man echt sagen, Respekt, wie er die platziert. Und, ja, ich mache halt eher die Pussy-Variante hier. Nicht ganz so stramm. Und den hält der Torhüter auch. Jetzt läuft Ronaldo hier an. Und der jetzt nicht ganz so stark platziert, ist aber trotzdem drin, weil ich mich für keine Ecke entscheide. Mein Ronaldo. Und hier habe ich halt ein bisschen Glück. Er ist nämlich in der richtigen Ecke, der Gegner. Hält ihn aber trotzdem nicht. Das ist halt der Vorteil manchmal an diesen flachen Schüssen. Der Gegner, ja, sehr, sehr kraftvoll hier hoch unter die Latte genagelt. Und ich mache da weiter mein Ding. Einer nach dem anderen wird langsam versenkt. Und hier, man sieht das, also der Gegner, der macht hier richtig mit Kabums. Und wir kommen auch gerade von ihm sehr, sehr gut. Mit Alaba, der Nächste. Also die sitzen auch gerade eigentlich ganz gut. Und man sieht das ja, Alaba, es geht hier langsam in die Verteidigungsreihen. Und der war auch krass geschossen, Alter. Auch hier wirklich unter die Latte genagelt. Und ja, so ging es dann weiter. Inzwischen sind wir beide bei Boateng angekommen. Und sein Boateng, BOM, auch der war ganz schön krass geschossen. Also Respekt auf jeden Fall, wie er die platziert. Da muss ich mich ein bisschen schämen, dass der reingegangen ist. Und jetzt steht sein Ramos am Punkt. Wir wissen alle, was los ist bei Ramos, oder? Ah, schade. Auch er schießt ihn rein. Jetzt Juan Fran, der Außenverteidiger. Als Nächstes kommt dann, glaube ich, die Torhüter. 8:8. Juan Fran, er macht ihn rein. Und ich glaube, er hat jetzt auch noch einen Juan Fran. Nee. Doch, er hat auch einen Juan Fran. Also wir hatten auch irgendwie recht ähnliche Spieler. Und den hat Neuer. Und damit habe ich mich dann durchgesetzt. 9:8 im Elfmeterschießen. Und natürlich glücklich, weil er hat zweimal die richtige Ecke gehabt und sein Neuer hat ihn trotzdem nicht gehalten. Also da habe ich einfach Glück gehabt. Und ja, das war auch ein deutscher Spieler. Woher weiß ich das? Weil er hat mir jetzt keine PlayStation-Nachricht geschrieben, sondern er hat dann 5 Minuten später bei einem YouTube-Video kommentiert, dass er gerade gegen mich im Elfmeterschießen 9:8 gespielt hat und verloren hat. Naja, der Gegner geht hier in der 8. Minute in Führung. Und jetzt ist interessant, ich habe einen Freistoß. Und jetzt schaut man, was er mit der Mauer macht. Und ich so, oh, okay. Ja, löst sie jetzt sogar noch auf. Den nehmen wir mal Vollspann um die Mauer herum. Curlt nicht wirklich gut, aber ausreichend. Wenn er die Mauer so weit nach rechts stellt, dann kann ich da vorbeischießen und ins Mauereck reinschießen. Das habe ich dann auch hier gemacht. Hier sieht man es auch nochmal. Kommt rum. Torhüter ist fast dran, aber wenn die Mauer halt so komisch bewegt wird und nur noch aufgelöst wird, dann wird es halt interessant. Das ist halt auch krass. Und ich habe wirklich gehofft, also wenn das jetzt nicht rot ist, wenn das jetzt nicht rot ist, das muss rot geben. Gab es auch. Und damit habe ich dann einen ganz schönen Umstand, dass ich jetzt hier dann in Überzahl die zweite Halbzeit spielen darf. Tat mich trotzdem schwer. Neymar, seht das, in der 69. ist drinne. Wirbelt da wieder ein bisschen durch die Gegend. Jetzt hier Modric, schöne Dragback, Schuss. Und Fährmann hat ihn, aber... Da ist Ronaldo, der setzt sich durch im Kopfballduell gegen Klostermann. Da habe ich
Ja. Aber ist natürlich nicht die schönsten Tore. Wenn man aufs Tor schießt, der Torhüter hält und kann ihn danach einfach ins Tor schießen. Aber sie passieren im richtigen Fußball, sie passieren in FIFA, wie ihr alle wisst. Jetzt haben wir die 85. Ich habe natürlich jetzt schon geschaut, dass ich vielleicht das, was ich ja gelernt habe aus dem einen Spiel, wo es gerade ins Elfmeterschießen gegangen ist, ein bisschen besser mache. Aber trotzdem, es kriegt man auswendig raus, dass ich dann trotzdem noch weiterspiele und probiere, das Tor zu machen. Hier gelingt es mir und es gibt den Rage Quit. Und damit haben wir jetzt 22:2 Stats, gehen in Partie Nummer 25 und das ist auch die letzte Partie für heute. Das gegnerische Team vollgepackt mit Special-Karten, wie ihr gesehen habt. Ich habe jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, alles so bewusst verarbeitet. Ronaldo jetzt hier alleine durch und... Also das war auch so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie nicht sonderlich viel Glück. Weil so... Torhüter hält ihn und dann springt er noch gegen den Pfosten. Also, bisschen bitter. Aber hier lief der Ball extrem gut. Man sieht ja jetzt auch 22:2. Das geht von den Stats in eine bessere Richtung, als es die letzten Wochen der Fall war. Und was ich denke, also ich habe was geändert. Ich habe halt nicht nur irgendwie drüber nachgedacht, in welcher Formation und in welcher Taktik ich spiele, sondern ich habe ja auch in meinem letzten Video festgestellt, ich habe nicht gut gespielt. Hier, super Sache, wenn ihr euch die Situation nochmal rein Interesse halber nochmal anschauen wollt, könnt ihr sehen, wie ich mit Boateng, ach, das zeige ich sogar nochmal hier. Ich habe einen Pass eingegeben, er macht den aber leider nicht. Ich habe den Ball erobert und er verteilt ihn leider nicht. Und damit natürlich das einfachste Tor der Welt. Wenn dann den Suarez, ich glaube SBC Suarez war es in dem Fall, dann einfach ja im 1 gegen 1 vor dem Torhüter auf einmal steht. So, jetzt hier Bale. Schöner öffnender Ball und dann schöner L2-R2 Double Step und dann starker Abschluss auch mit dem rechten Fuß. Bin ich wieder mega happy, dass das so funktioniert hat. Wirklich sehr gut platziert auf jeden Fall. Und was ich sagen wollte, nicht nur die Sachen habe ich da geändert, sondern ich habe ja auch in der letzten Folge darüber geredet, dass ich einfach schlecht gespielt habe. Und gerade bin ich in der Phase, wo ich ein bisschen inspiriert bin und einfach wieder stark daran bin, mein Spiel zu überarbeiten. Das ist auch geil. Kein Freistoß? Hä? Was? Was ist los? Egal. Naja, ich krieg da bestimmt noch gleich den Fuß dazwischen. Fange jetzt hier wahrscheinlich gleich einen Pass ab. Ah, jetzt... Achtung, da... Ah, ne, auch nicht bekommen. Okay. Naja, dann aber... Oh, jetzt legt er ihn weiter. Oh. Mit solchen Gegentreffern hadert man ein bisschen. Wenn alles anfängt damit, dass er meinen Sanchez gnadenlos fault, dass kein Freistoß gibt, er danach einen Fehlpass spielt, den ich abfange und der dann trotzdem nochmal bei ihm landet. Das sind halt einfach diese Sachen, die einen echt ein bisschen wurmen. Aber genau das ist das Ziel. Das muss man, diese Varianz, die es in FIFA gibt, die dieses Jahr ein bisschen geringer ist als die Jahre davor, die muss man trotzdem einfach runterdrücken, runterpushen für starke Ergebnisse in der Weekend League. Das muss einem gelingen, auf der defensiven Seite, aber auch in der offensiven Seite, und da bin ich jetzt gerade dabei, dass man einfach so eine Offensiv-Power entwickelt, dass man so eine Chancen, ein Chancen-Plus hat, dass man auch, wenn man jetzt hier vielleicht unentschieden gerade steht oder zurückliegt, trotzdem noch zur Situation kommt, das Spiel für sich zu drehen. Und jetzt sieht man, ich bin mit Ronaldo durch und macht direkt im Gegenzug das 3:2. Da gibt es dann von mir auch mal einen kleinen Jubel. Ja, war sich ja auch nicht zu schade, in die Kamera zu laufen und zu jubeln. Da sieht ja auch mal meine ganze Mannschaft, wie die sich freut über den Treffer in der 84. zum 3:2. Naja, auf jeden Fall, ja, seht ihr dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Quasi die letzten 15 Spiele. Und dann können wir nochmal weiter auch drauf schauen, ob es mir gelungen ist, mein kleines Down zu überwinden. Also jetzt hier mit... Ich nehme schon mal vorweg. Wobei, es ist gerade noch ein bisschen spannend, merke ich gerade. Ja doch, jetzt komme ich ran. Der Abpfiff wird kommen. Jetzt mit 23:2 Sets schon mal auf jeden Fall besser als in den letzten Wochen. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch an der Offensive gefeilt, dass ich habe die letzten Wochen einfach zu stumpf gespielt. Und daran habe ich auch auf jeden Fall gearbeitet, ein bisschen geduldiger, ein bisschen bewusster zu spielen. Und vielleicht werde ich einfach nochmal in der nächsten Folge ein bisschen drüber reden. Das soll es für heute aus gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber, euer Tess.